deliberately specific bioweapons, targeting blacks and Asians, and then subsequently sold the technology to Israel in the mid-1980s. In September of 2000, the Project for the New American Century published a document in which Dick Cheney described race-specific bioweapons as politically useful tools. It's something you mentioned, well, how would you want to reduce the human population? Thank you.
stand. Come on, get up a bit. Come on, rise. Come on, come on, let's stay safe. Circle pit, be
sure it's Zufa Zufa Mansion. All right. Wow. Es war ein langer Abend, aber ein guter Abend. Viele gute Bands heute gespielt. Viele gute Freunde hier. Und ja, super Publikum, Dank. Dankeschön, vielen Dank. Ich glaube, wir waren das letzte Mal hier vor 2,5, 3 Jahren. Das war ein anderer Laden, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt, Alter. Wie? Zentrum, richtig. Und das waren auch, wir waren zweimal hier, das waren super geile Shows auch. Also Erfurt war wieder mal besser, super. Hey, ich wollte eigentlich loswerden, bevor wir weitergehen. Heutzutage gibt es viel zu viele Unterschiede. Wir spielen hier mit ganz vielen verschiedenen Bands zusammen, ganz extreme Metalcore-Bands, was Heavy Hardcore-Bands wie wir oder auch Oldschool-Bands wie Black Friday und MIS. Und es freut uns, auf gemischten Pilz zu spielen. Es gibt Freude, uns für ein gemischtes Publikum zu spielen. Uns ist das scheißegal, ob du Metal-Pilz oder Hardcore oder was für Shirt woanders oder was für Haarschnitt. Letztendlich sind wir alle in dieser Szene gekommen, irgendwann mal, weil wir anders waren als im Westen. Anders als im Mainstream und wir da nicht akzeptiert wurden. Ich wurde früher nicht akzeptiert als Hardcore, Metal, Punker. Oder weil ich auch gehört habe, weil ich mich alle komisch fand. Ich weiß nicht, ob es so gegangen ist, aber krass, weil ich finde, heutzutage wird viel zu viel Unterschied gemacht in unserer eigenen Szene für solche Sachen. Es ist pissegal, wie du aussiehst. Es ist pissegal, was du schuldig bist. Es ist pissegal, was du schuldig bist. Und was kommt denn? Let's go!
Dankeschön, Dankeschön. Wunderbar, Erfurt. Ja, wir haben von der Zeit, eigentlich von Jahren, eigentlich ziemlich langer Zeit, haben wir neue CD rausgebracht. Die Survival Eyes. Auf der Platte probieren wir auch ein bisschen anzuregen, zu denken, ein bisschen kritischer sein. Wir finden halt, es ist in der Szene zu populär geworden, um kein Denken zu haben, keine Richtung zu haben, nicht mehr kritisch zu sein auf so Sachen, weil es nicht populär ist und man ganz so schnell als PC abgestempelt wird oder sonst was. Kritisch sein, kritisch denken hat nichts mit PC-Denken zu tun. Das hat nichts zu tun, wenn auch man cooler ist wie jemand anders oder man uncooler ist. Kritisch denken heißt einfach, man soll gucken, was hier in die Welt um sich herum geschieht. Und diese Welt drumherum finde ich persönlich und diese Band, da viel zu viel Scheiße passiert bei Leuten so wie uns. Die Politik, der große Geld ist nicht von Leuten so wie uns da. Es sind mehr wie jemals Leute arbeitslos und die ihre Kinder nicht mehr ins Studium schicken können oder ihre Familie kein warmes Essen mehr auf den Tisch setzen können. Ich kenne genügend Leute davon, ihr vielleicht auch. Das Problem ist, diese Politik, wie sie ist, wird auch nie ändern. Das wird nur schlimmer werden. Das Problem ist, wenn wir uns als Leute nicht zusammentun und wir nicht wenigstens denken über unsere Situation, wird niemand es machen. Ich probiere niemanden anzulabern, ihr könnt denken darüber, was ihr wollt, aber macht euch einmal Gedanken, erkündigt euch mal, was da los ist und was da abgeht. Das Wichtigste ist, dass wir für uns selbst kämpfen, weil keiner anders wird es machen. Dankeschön. Und wir sind mit uns selbst. Stay strong. Go crazy. Stay on. Let's go.
Oh!
Dankeschön. Jo. Jo, Erfurt. Alle noch dabei? Ist denn jemand müde? Habt ihr eigentlich alle auf dem Arsch gesessen die ganzen Weihnachtstage? Also ich habe auf dem Arsch gesessen. Was ist mit euch? Ja, das ist richtig, das sieht man auch. Ne? Igor und der Piet haben lecker, lecker, lecker gegessen, ne Piet? Sicher. Jo, wir haben unsere letzte Song. Ich wünsche euch nachträglich alle gute alle eine schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt sie. Ich wünsche euch ein gutes 2010. Ich hoffe, euer Jahr war besser als meins. Aber trotzdem, für alle ein wunderbares 2010 gewünscht. Dankeschön schon mal von hier ankommen. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Rutsch. Jo, der geht raus und alle hier, die hier sind. Gib nochmal Gas, das sind die letzten Songs! Let's go! Let's go!
plötzlich gebrochenes Herz. Oder ob du gerade genügend Geld hast, um dich neu in einen Erst zu kaufen. Oder ob du gerade das gute Shirt verpasst hast auf eBay. Oder ob du sonst wie gerade was verloren hast, was eh nicht so wichtig ist. Das geht gerade an die Leute, die im riesigen Kampf kämpfen. Heute Kampf kämpfen auf Leben und Tod. Und das sind die bestimmte Leute, die vielleicht ungenießbare Krankheiten haben. Oder Leute, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder noch ernähren müssen. Selbst in Deutschland, Holland, Belgien und Westeuropa kommt sowas vor. Das geht raus an all diese Leute, die Tag für Tag einen richtig schweren Kampf haben, trotzdem positiv bleiben, trotzdem da bleiben, wo sie sind, stramm stehen vor ihrer Familie und vor allem, weil sie nicht bereit sind, aus diesem Leben wegzusteigen. Dieser Song ist von meiner Mutter. Stop at nothing! Stop!
come on! Alle, dich mitkaufen, komm! Wenn ihr wollt, spielen wir noch zwei Songs. Aber dann geht die ganze Leute ab, okay? Keiner steht mehr still, auch da hinten nicht mehr, alright? Kommt hoch! Go crazy! Das war jedem ein gebrochenes Herz! Scorch! Earth! Come on, have fun! Come on! Let's go! Let's go!